I'm Anita Farke and I'm the Exoda Block News. Miller says goodbye and ends his career in the German national team. After a remarkable career in the German national team, Thomas Miller, the longtime star of FC Bayern Munich, officially announced his retirement from the DFB team today. In an emotional press conference, Miller explained that it was time to make room for younger players and focus more on his club in the future. Miller. Who first stepped into the spotlight at the 2010 World Cup in South Africa scored an impressive 44 goals in 116 games during his 13 years in the national team jersey. His performance during the 2014 World Cup in Brazil, where Germany became world champions for the fourth time, remains unforgettable. Miller scored five goals and played a key role in the team's success. Oliver Bierhoff, manager of the German national team, stated that Müller's decision is respected and appreciated. Thomas's contribution to the German national team cannot be underestimated. He has distinguished himself with impressive professionalism and relentless dedication. Wir bedanken uns von Herzen für alles, was er für das Team getan hat und wünschen ihm viel Erfolg für die Zukunft, sagte Bierhoff. Müllers Rücktritt erfolgt wenige Monate nach einer enttäuschenden Europameisterschaft, bei der Deutschland bereits im Achtelfinale ausschied. Viele Beobachter spekulieren, dass dieser Rückschlag die Entscheidung des Bayern Stars beeinflusst haben könnte. Trotz dieser Enttäuschung bleibt Müllers Karriere in der Nationalmannschaft bemerkenswert und wird von Fans weltweit geschätzt. Auch Bundestrainer Hansi Flick äußerte sich zu Müllers Rücktritt. Thomas ist nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch eine herausragende Persönlichkeit, die das Team immer wieder inspiriert hat. Sein Commitment und Passion für das Spiel sind unübertroffen. Es wird schwierig sein, jemanden wie ihn zu ersetzen, sagte Flick. Die Sportpresse und die sozialen Medien explodierten förmlich nach der Ankündigung. Fans weltweit bedauerten Müllers Entscheidung, erinnerten sich aber auch an seine starken Leistungen und feierten seine Karriere. Unter dem Hashtag Danke Thomas wurden unzählige Dankesbotschaften und Erinnerungen geteilt. Für den FC Bayern München bleibt Müllers Rücktritt aus der Nationalmannschaft jedoch eine positive Nachricht. Der Verein, der kürzlich einen weiteren Bundesliga-Titel gewann, kann nun auf einen voll fokussierten und erfahrungsreichen Müller zählen. Der bereit ist, seine gesamte Energie in die kommenden Vereinssaisons zu stecken. Unabhängig von der nationalen Bühne wird Thomas Müller also weiterhin ein prägender Spieler im deutschen Fußball bleiben, nun jedoch primär in der Rolle des Clubspielers bei Bayern München. Die Fans dürfen gespannt sein, welche neuen Meilensteine er auf Vereinsebene noch erreichen wird. Autor Anita Farke, Montag, 15. Juli, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.